Eingefahrener Zug auf Gleis 4, S9 nach Grunewald. Deswegen reicht der jetzt auch. Wird völlig angehen, wie der kommt. So. Die kriegt nie ein Kind im Leben. Zehner hier. Ich hab ja euch vis-à-vis. Das ist auch gut, ich mache Interviews. Okay, also, was haltet ihr vom Fahrradsalon? Lumen, was hältst du vom Fahrradsalon? Fahrradsalon! Genau. Was hältst du vom Fahrradsalon? Beste Show. Ever. Scully, was hältst du vom Fahrradsalon? Mietwagen. Ja. Was hältst du vom Fahrradsalon? Geiler Laden. Und was sagst du über den Fahrradsalon? Schön. Ja, weiß ich nicht. Fragezeichen oder? Jetzt kommen sie alle. Ihr hattet eure Chance. Jetzt braucht ihr nicht mehr. Los, hey. Will Burger. Genau. Der erste Gedanke ist der wichtige. Was denke ich über die Fahrradsalon als erstes? Arbeit. Das ist das erste. Arbeit. So. Oh Gott. Guck mal. Kann ich schön sehen. Wow. Was hältst du vom 60s? Es sieht schön aus und es haben sie schön gebaut. Was hältst du vom 60s? Ist lecker. Scully, was hältst du vom 60s? Trinken. Trinken, genau. Was hältst du vom 60s? Weiß ich jetzt nicht. Was? Bei so einem leckeren Latte Macchiato. Was hältst du vom 60s? Blumen. Was hältst du vom 60s? Nicht schlecht. Ja, ich dachte auch, das ist letzte Halte. Hier ist immer die Dings ganz lecker. Ohne Rührei. Und das Essen ist ganz lecker. Du kommst auch gerne her, ne? Mama, dieses Lied. Das sieht immer aus wie ein Nein. Ich guck Fernsehen. Das war aber Minischuss. Ja, das sagt man dem Tiger Woods, ja. Das war ein Minischuss. Schau mal, wie es aussieht. Auch kaputt. Jo. Hat sich noch richtig Mühe. Und die hier nicht. Anschlag oder was? Alle angemalt. QR-Code. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt weh ist.
schöne Rad. Mit Fassplatz. Ich war da noch nie drin. Gehen wir etwa da rein? Ist das doch gefährlich? Transportiert worden. Haben Sie eine Zahlschätzung mit Transport?
Kadi, komm, geh weiter. Papa? Okay, nein, pass auf. Hier kommt Donuts und hier nimmt er was anderes. Okay, pass auf. Was kostet hier so eine 6er-Box? Was steht da? 6 Stück. Oh, können wir dir einen Kaffee nehmen? Ja, ist so geil. Ach, Kaffee willst du? Wie viel isst du? Wie viele? Wenig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay, ich nehme doch 3 Sachen. Nein, 3 schafft ihr nie und nimmer. Eigentlich schmecken sie dir auch gar nicht, hast du mir das letzte Mal gesagt. Leckerin, erstmal muss ich mein Kaugummi löschen. Erstmal ein Peter-Ei. Welchen willst du? Papa, wo ist hier noch mein Müll-Ei? Blau. Ja, aber trotzdem hast du erkannt, dass in deinem Buch. Warte. Ein Blumen. Mann, sieht ja schlimm aus hier. Papa, guck mal, die hier ist gemacht. Die hab ich ausgesucht. Und ich hab die mit die anderen noch blühen können. Und die hab ich ausgesucht. Die hab ich ausgesucht. Und die hier hab ich ausgesucht. Wir haben heute Blumen eingepflanzt. Ich zeige euch jetzt die Blumen. Was heißt die Blume? Hier ist eine schöne Blume und die hatte und die sieht ein bisschen und die lilanen Blätter sehen ein bisschen aus wie Schmetterlinge. Und diese rosa habe ich ausgesucht. Die hat Blumen ausgesucht. Und die hat wieder ich. Die hat dann wieder Blumen. Und die habe ich auch ausgesucht. Damit es hier schön aussieht, ne? Ja, damit es hier schön aussieht. Und dann zeige ich euch mal das hier. Cool, die hier hatten so einen Wassertropfen da drin. Ich habe gar nicht die anderen ausgesehen. Ja, das sieht doch hübsch aus. Ja. Wenn man hübsch gemacht. Den habe ich in der Hand. Jetzt war mal, die Katze ist draußen, die freut sich. Ein bisschen den Garten schön gemacht. Mitzi. Fein, ja. Fein. Mitzi-Kote, ja. Mitzi, ja. Mitzi, feines Mädchen bist du. Du bist ein feines Mädchen. Du bist ein feines Mädchen. Du bist ein feines, feines,
kleines Mädchen noch. Ich muss noch ein bisschen draußen sein hier. Das ist doch toll. Du bist ein ganz feines Mädchen. Feines, 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 feines Mädchen. Robby, Robbe. Ach, habe ich an? Also ich habe jetzt gerade den schöner Arbeitsplatz hier, wenn das nicht so eng wäre alles. Das ist eigentlich ein richtig schöner Arbeitsplatz. Ich habe hier gerade den Livestream auf dem anderen Kanal aktiviert. Beim anderen Kanal aktiviert und den Livestream. Bikestream Berlin heißt das Ganze. Wer sucht, der findet. Ob ich die dann abgespeichert lasse oder jeden Tag lösche, das weiß ich nicht. Oder turnusmäßig lösche, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal sehen. Gut, ach, ist das schön hier. So schön kann ich. Na und Sonderstreams mache ich dann, wie gesagt, mal auf dem anderen Kanal. So, dann ende ich erstmal für heute. Das zeigt jetzt mal gerade einen Probostream, der funktioniert. Das läuft ganz gut, auch mit Ton und allem. Jetzt schleudert eh die Maschine gleich los. Also sehen wir uns dann morgen im Laden. Ja, wieder geht ja schnell. Am Mittwoch halt frei. Nicht sauer sein, Ferienanfang. Die Zeit muss ich nutzen für andere Dinge. Also, sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.